So, ich bin mal bis hierhin gelaufen. Ich glaube, das sollte eigentlich ganz gut passen. Denke ich, hoffe ich. Sollte. Weil Roger dreift ja hier irgendwo durch die Länder. Und ich dachte, gut, suchen tun wir den jetzt einfach mal gemeinsam. Geht auch gleich weiter. Muss ich gerade noch mal ein bisschen was machen? So. Ja, irgendwie hat er sich ja das Kabel so ein bisschen verwurstet. Und ja. Ich hasse Kabel, die verwurstet sind. So. Wenn der Stuhl jetzt aufhören würde, wegzurollen, wäre das doch besser. Jo, schön. War auf jeden Fall lustig, wie die ganzen Level 5er Gegner hinter mir hergerannt sind. Fand ich witzig. So. Keine Langschnauze. Und dann suchen wir mal nach Hogger. In dem Fall bin ich echt froh, dass die Gegner nicht mit skalieren. Weil so kann ich tatsächlich auch mich für etwas hochleveln. Ich will zwar immer noch nicht mit allen aufnehmen. Da ist Hogger. Nee, warte. Ah doch. Ich muss näher ran. Hogger ist dennoch zu weit weg. Das ist schon wieder gut. Das ist zu weit entfernt. Kann ich nur nicht wirken. Die Zauber ist noch nicht bereit. Wahrscheinlich wird das wieder nichts. Dank dem Böri-Böhr. Okay. Kann ich nicht wirken. Oh. Komm schon. Der Zauber ist noch nicht bereit. Nicht genug Mana. Ah, lauf. Kackbär. Okay. Hui. Aber hat funktioniert. Wir haben Roger getötet. So, das sollten wir jetzt aber, glaube ich, in Dingens abgeben, ne? Goldhain. Ja, in Goldhain. Wunderbar. Ich habe vergessen, mir übrigens einen Stab zu kaufen. Naja, was soll's. Wobei, warte, wir können uns auch jetzt in Goldhain einfach einen alten Stab kaufen. Glaube ich. Dann kaufen wir uns halt einen alten, der halt noch nichts bringt. Aber dann haben wir zumindest wieder einen. Ich meine, ist immerhin besser als gar keiner. Gut, für uns ist es jetzt halt doof, dass wir hier hin und her rennen müssen. Aber das hier ist jetzt halt noch eine recht kurze Strecke. Die kann man jetzt auch einfach mal so kurz machen. Gut, was heißt kurz? Hier müssen wir ja auch einmal bis hier vorne hinrennen. Also das wäre dann hier wieder einmal lang.
Aber nun gut, gehört dazu. Gehört zu alten Spielen dazu. Ja, Stäbe muss ich halt unbedingt hochkriegen. Um Zauberstäbe nicht funktioniert, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich diesen Zauberstab benutze. Deswegen muss ich unbedingt jetzt mal wieder einen Stab haben, damit wir den halt leveln können. So, da vorne ist es. Perfekt. Hallo. Bänder stecken. Man sieht so. Sich. Ist denn jetzt halt so? Hi. Seid gegrüßt. Ja, Hocker stellt für mich und meine Männer schon seit längerem ein echtes Problem dar. Habt ihr mir etwas über die Beste zu berichten? Ha, gut gemacht. Nein. Nein, wir hätten einen bekommen. Okay, ich hatte schon befürchtet, niemand würde diesen Monster den Gar ausmachen. Hier, bitteschön. Und danke. Danke, dieser Gnome hat mir Kopfschmerzen vom Ausmaß der Blackrock-Spitze verursacht. Okay. Das Licht segne euch. Das ist jetzt natürlich bitter. Okay. Hallo? Kaufen wir den halt wieder, das können wir auch verkaufen. Auf dann. So. Jetzt halt einmal wieder zurück. Dann können wir nämlich die Handvoll Hafer abgeben. Das können wir, glaube ich, einmal abbrechen. Das ist nämlich so komisch, Dingshütter. Ja, dann haben wir halt noch ganz normal Stormwind und wir haben ja die Sachen. Also 5 Quests haben wir noch. Ich glaube aber, dass wir eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Jetzt. Und wir haben halt noch so viel zu erkunden. Auf das Schlingdorn-Tal freue ich mich. Da war ich im Retail-WoW. Aber unterwegs so jetzt. Schade, dass es jetzt Nacht ist. Ich würde gerne den Sonnenaufgang wieder erleben. Na gut, aber Westphal in mal etwas anderem Licht ist ja auch nicht verkehrt. Wird man ja immer halb blind. Ich auch sagen muss, dass ich mich freue, wenn wir schon wieder in das nächste Gebiet kommen. Ach. Oh, okay. So, dann einmal das Hafer abliefern. Da vorne sind sie. Hallo. Wie geht's? Vielen herzlichen Dank. Da wird sich die gute Graumähne aber freuen. Wir wurden 4 Platzbehälter. Oh. Schönen Tag auch. Etwas, was besser für die Rüstung ist. Und
noch mal bei ein paar Plätze mehr. Sehr schön. So, dann benutzen wir einmal den Ruhestein. Wenn wir jetzt den ganzen restlichen Weg nämlich nicht laufen. Können wir einmal die nächste Quest abgeben. War doch hoffentlich hier, oder? Ehre dem König, Freund. Seid vorsichtig. Warte, wo muss ich das denn? Bei Louis. Ballon drehen. Nein, ich musste tatsächlich jetzt erstmal. Oh Gott. Hallo. Wir brauchen und müssen tatsächlich erstmal nach Stormwind. Und da das mit der Kiste machen. Ernsthaft? Ich dachte, man könnte jetzt einfach diese Kiste. Ach, egal. Gut. Steht was drauf. Ja, mir das geht. Nur gut. Da verdient man wirklich etwas mehr Geld haben. Auch wenn es gerade rausgeschmissenes Geld war, aber. Hey! Grüße. Ist das Schweizer Vorrichtung, gnädige Frau? Ihr habt euch beim Laufen zu sehr verausgabt. Nehmt dieses Mal angreifen. Eine Kiste für Westfall, hä? Seid ihr schon mal im Westfall gewesen? Falls ja, ist das kein Problem. Ich habe viele Greifen ausgebildet, damit sie diese Route fliegen können. Gut, ne? So. Der Greifmeister in Westfall heißt Thor. Falls ihr schon mit ihm gesprochen habt, dann könnt ihr einen meiner Greifen zu ihm bringen. Das sollte man unbedingt wissen. Greifen steht so ausgebildet, dass sie in ihre Hauptstadt fliegen, aber sie bringen euch nur zu einem außerörtlichen Greifenmeister, wenn ihr schon einmal dort gewesen seid. Ihr seid bereits bei Thor gewesen. Sprecht daher einfach wieder mit mir, wenn ihr bereit seid, einen Greifen nach Westfall zu nehmen. Dort könnt ihr Ostrichs Kiste bei Rüstmeister Levis abgeben. Ziehe den Ehrenfreund. Ja. Das Gute ist, dass der Rückflug anders ist als der Hinflug. Also wir fahren, fliegen, glaube ich, eine andere Strecke jetzt. Also gleiche, aber andere Kurven. Meine ich. Oder? Oder kam mir das beim letzten Mal nur so vor? Ich weiß es nämlich nicht. Ich meine, wir sind nämlich, als ich das eine Mal geflogen bin, sind wir nämlich zwar auch hier lang, aber wir sind dann irgendwo nach da abgebogen und nicht nach da, wo man ja eigentlich herkommt. Aber bis hierhin sind wir auch abgebogen. Stimmt, und mit dem auf dem Hinflug fliegt man ja hier hinten lang. Da hinten einmal rum.
Der Rückfokus kürzer. Etwas. So, und jetzt stellt mir mal vor, wir hätten den Weg jetzt laufen müssen. Ah ja, dafür nehmen wir hier hinten den Bogen mit. Ah ja. Okay, ist doch tatsächlich etwas anders. Sehr schön. Und dafür haben wir ein Silber rausgeworfen. Nein, die zwei. Schönen guten Tag. Ihr seid das Stormwindzug. Hat Ostrak die Rüstung geschickt? Großartig. Ihr habt die Rüstung. Wir verteilen sie unverzüglich an alle, die sie brauchen. Danke, Aldari. Ihr wart uns mit euren Bemühungen eine große Hilfe. Jetzt, da euch Greifen nicht mehr fremd sind, kommt ihr hoffentlich öfter und helft den Bewohnern der Sperrkuppe. Mögen eure Reisen sicher sein. Wir haben fast schon wieder die Hälfte des Lifts. Grüße. Verfügbare Quest. Die Bruderschaft der Devias nennt sich die Bande von Schuften, von der die braven Leute von Vesfa aus dem Land vertrieben werden. Ihr müsst für mich diese Bande bespitzeln. Wir müssen erfahren, wer der Kopf der Gruppe ist und wo sie ihr Versteck hat. In Seenhain findet ihr im Gasthaus einen Schurken namens Willey, der mir noch einen Gefallen schuldet. Begebt euch nach Seenhain im Rotkammgebirge östlich von Elven und findet heraus, was ihr könnt. Für die Allianz. Okay, das ist also die Folgequest für das nächste Gebiet. Also es geht dann nicht weiter im Dämmerwald, es geht dann weiter im Rotkammgebirge, also dieses Gebiet hier. Werden wir natürlich noch nicht machen. Bruderschaft der Devias jetzt ist auch noch orange. So, jetzt ist natürlich dann die Frage. Frage aller Fragen. Warte, wir könnten hier eigentlich die Abzweigung nehmen. Nee, das ist gar keine Abzweigung. Egal, wir gehen hier trotzdem einmal durch. Und einmal gucken. Wir haben halt die Volksmiliz. Und wir haben Fulbros Taschenuhr. Was wir davon jetzt hinkriegen. Weiß nämlich noch nicht, wo die sind. Die Typis. Weiß, dass da hinten halt noch was ist. Anstelle stehende Tümpel. Kann sein, dass das halt da hinten wirklich beim Moonbrook ist. Wenn ja, dann dauert das noch ein bisschen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass die recht stark waren. Oder Devias. Ja, an dem darf ich tatsächlich einfach vorbeigehen. Ausplünderer, ja, Tatsache. Wir sind zwar auf einem Level. Aber die Magier waren verdammt stark. Die Ausplünderer gehen noch. Die anderen sind es, die etwas härter im Leben sind. Die Plünderer, genau. Da ist zum Beispiel einer. Ich kann es einmal zeigen. Wenn wir sterben, ist es jetzt tatsächlich nicht wild. Ich glaube, deren Magie war... ja. Auf mich ganz schön mächtiges Aua-Aua. Also da muss bei mir halt wirklich jeder Treffer sitzen. Da können wir tatsächlich nicht einfach ins Dorf rennen und... den Hackfleisch hacken und Zaka spielen. Also wir können es natürlich versuchen. Also wenn wir jetzt sterben sollten, wäre das jetzt kein Problem für mich. Dann würde ich halt erstmal das mit der Taschenuhr versuchen. Ich hatte damals, stimmt, auf Level 15, war ich auf Level 15 hier? Ich weiß es nicht genau.
Ich glaube, ich Probleme oder war ich Level 13? Weiß nicht. Das Gute ist, dass wir halt erstmal nur die Viecher töten oder die Leute töten müssen. Ah, Mist. Also die Ausplünderer sind halt überhaupt nicht wild. Das ist nur deren Magier. Wenn die Aua machen, dann machen sie richtig Aua. Also man muss, oder ich muss jetzt wirklich mal gucken, dass ich sie alle einzeln erwische. Vielleicht hier teilweise auch ein Ghoul. Ich bin hier gerade sehr, sehr vorsichtig. Genau das meine ich. Hier ist zum Beispiel gerade einer. So zwei von denen würde ich halt niemals abkönnen. Eine alleine geht halt. Deswegen ist auch bei dem Bein halt auch so mega shitter. Ich hoffe, dass der nicht zu nah dran steht. Also bisher klappt es noch ganz gut. Ich muss näher ran. Das Schwierige kommt dann erst noch. Muss halt echt schnell sein. Oh Gott. Widerstanden und... Okay. Es darf halt... Er darf überhaupt nicht widerstehen. Weißt du, Rüstung ist auch hart. Hart am Leben. Hart am Limit, meine ich. Also gegen Magie bin ich ja so gar nicht geschützt. Jetzt sollt ihr halt wirklich erstmal meine Rüstung reparieren. Ja.
Wir fühlen dich echt nicht verkehrt. Hier, da ist noch ein Ausplünderer. Den nehme ich noch mit. Kann ja an sich gerade nicht schaden. Brauchen wir von denen nämlich nur 10. So. Okay, dann würde ich erstmal das mit der Uhr versuchen. Dann müssten wir wahrscheinlich erstmal leveln. Würde ich vorschlagen. Oder wir versuchen es halt. Ich finde, es ist tatsächlich eine verdammt schwierige Entscheidung. Weil Leveln wäre halt auch nicht verkehrt. Ich nehme allerdings die Frage, wo hier es hier noch Quests geben soll. Hier gibt es jetzt sowieso gar keine mehr. Leider. Okay, naja, erstmal reparieren gehen. Geht doch hoffentlich hier, oder? Ich liefere nur feinste Waren. Nee. Auf dann. Okay, wo kann ich denn reparieren? Es ist jetzt nämlich gerade etwas blöd. Ich gehe mal zu den Reparaturdienstleister. Dir kann ich nicht, oder? Hätte sein können. Braucht ihr etwas? Seid vorsichtig. Nur Rückkauf. Wie geht's? Schönen Tag auch. Okay, das wird jetzt etwas problematisch. Weil wir hier niemanden haben, der reparieren kann. Muss ich jetzt ernsthaft? Ich liefere nur doch feinste da. Waren. Alle Gegenstände reparieren. Oh Gott Schönen sei Dank. Huh. Da ist mir aber kurzzeitig. Da ging kurzzeitig die Pumpe. Gut. Dann würde ich sagen, leveln wir einfach ein bisschen. Ich glaube, der ist, oder? Nee, das ist ein Vogel. Ich wollte gerade sagen. Ich glaube, da fliegt irgendjemand. Fliegen geht ja nicht. Nur auf den Greifen. So hoch fliegen die Greifen, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir leveln einfach bei den Erntebehütern. Gehen einfach jetzt mal durch das Feld mit den Erntebehütern durch. Den Elementarteufel ignorieren wir gekonnt. Wir machen uns dann auf den Weg zur Taschenuhr. Und vielleicht erreichen wir bis dahin ja noch Level 15. Sollte hoffentlich in den nächsten zwei Parts funktionieren.
Jetzt bin ich an den Erdwüdern vorbei. So, hier. Das hört immer noch auf. Ach, schade. Ich habe ein bisschen gelevelt, also nicht viel. Ich habe ja die Leiste etwas vorangetrieben. War dann aber doch schneller hier hinten, als ich gedacht habe. Was dann der Grund dafür ist, dass ich jetzt hier doch schon mal kurz wieder reinschalte. Das eigentliche Grind werde ich wahrscheinlich dann wirklich offscreen machen. Ich bin außer Reichweite. Dem hier habe ich Angst, dass er vielleicht gleich doch wieder zurückkommt. Ich muss näher ran. Ja, schön, dass er da gerade in das Häuschen gehen will, aber ist mir Wumpe. Also wir haben, glaube ich, zwei Felder fast komplett abgeräumt mit Antibütern. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Und ja. Mal gucken. Wieder 10 Taler. Aber ich wollte euch jetzt, falls wir jetzt wirklich da reingehen, das nicht vorenthalten. Deswegen. Ich das hier noch einmal schnell. Ich glaube, ich habe einen Huhn getötet. Sag mal, kann ich den nicht? Erstes. Okay, komm schon. Sehr schön. Jetzt weg. Kriegt alles, was er nicht braucht. Bleibt immer noch auf. Und zack. Mir jetzt egal. Und uns einmal. Und holen wir uns einmal. Ich glaube, die spawnen hier tatsächlich recht schnell. Und wir haben seine Taschenuhr. Juhu! Und dann bringen wir sie ihm auch einmal wieder zurück. Eieiei. Was für eine Geburt. Dann haben wir hier für diesen Part nämlich auch schon das Ende. Und ich glaube, dann nehme ich tatsächlich keinen weiteren Part mehr auf. Dann werde ich jetzt noch ein bisschen grinden. In der Hoffnung, dass ich noch ein, zwei Level schaffe. Also eins sollte ich definitiv schaffen. Oder dass ich vielleicht noch ein zweites schaffe. So, dass wir dann beim nächsten Mal in Ruhe und Frieden weitermachen können. Sollte ich noch Quests finden, werde ich da kurz kurz die Aufnahme starten. Programm lasse ich natürlich jetzt weiter offen. Aber dann werde ich das Ganze kurz noch offen lassen. Und dann reinschalten, falls ich noch Quests finde. Damit wir die dann in Ruhe machen können. Noch nicht bereit. So,
Aber erstmal geben wir das Ganze hier ab. Dadurch kriegen wir ja auch noch mal ein bisschen Erfahrung. Also alles in Ordnung. Hallo Kuh. Wie geht's? Hier ist deine Uhr. Meine Uhr! Oh, danke! Danke vielmals, werte Dame. Wir sind nur arme Bauern und wir haben unser Land verloren. Aber nehmt doch bitte dies als Zeichen unseres Dankes. Mögen eure Reisen sicher sein. Sehr schön. Dann werde ich hier noch einen Screenshot machen. Und dann beenden wir hier den Part. Und wie gesagt, wenn es irgendwas Neues gibt, schalte ich wieder rein. Also bis dahin. Ciao.